So, in der letzten Folge sind wir bereits auf Rang 2 der Ranglisten im Sprint und im Rundkurs vorgefahren. Im Drag waren wir bereits auf 2 und jetzt fehlt nur noch im Drift die 2 und dann können wir in jeder Rangliste den Angriff auf die 1 und dann schließlich auch auf Eddie wagen. Aber zunächst mal wagen wir einen kurzen Blick auf die Rennkarte. Und da haben wir einen Sprint nach Spielzeit. Hört sich interessant an. 100 von 111 Rennen haben wir bereits. Es geht dem Ende zu. Sei als Erster in diesem Rennen am Stadion, aber Vorsicht, das Spiel ist gerade zu Ende und der Verkehr wird mörderisch sein. Nachspielzeit. Nein! Oh, heftiger Verkehr, ey. Super. Supi, supi, supi. Freut euch auf einige Crash, Leute. Freut euch wirklich. Ach, Mann. Alle kommen vom Spiel nach Hause und dann findet hier so ein Straßenrennen statt. Wer das angesetzt hat, der wird irgendwie auch verprügelt. Naja. Es sah eben so aus, als wäre es ein 1 gegen 1, aber ist es nicht. Der Supra sieht echt geil aus neben uns. Brian, Lola und, aua, Brad sind mit am Start. Brad und nicht Chad, also keiner von den Eastsiders. Nur um da irgendwelche Missverständnisse denen ein bisschen vorzubeugen. So, das ist ja auch die Strecke, die wir in der letzten Folge im Rundkurs mehrfach gefahren sind, zumindest der Anfang. Gleich verläuft das ein bisschen anders, wie es aussieht. Jo, so ist es. Aber wir sind schon mal auf 1. Und noch sehe ich nicht so viele Leute. Also die Straßen sind hier zumindest noch nicht so voll. Boah. Also dieses Ausbrechen, dieses plötzlich, das ist teilweise nicht zu kalkulieren. Ich gebe zu, das war kalkulierbar. Aber ich werde entgegenkalkulieren. Er kommt nicht weg von uns, der Typ. So. Jemand bereit für einen guten Sprung? Alter, warum laggt es jetzt? Nein, wir sind auf 1. Scheiße, was war das denn, ey? Aber wir sind trotzdem auf 1. Also die Gegner sind hier irgendwie nicht so fit. So. Jump! Jump! Und nochmal, jump! Oh, 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 oh. Aua! Komm, wieder hin, Jung! Raff dich auf! Komm, ich brauche Traktion! Scheiße. Haben wir das verloren oder können wir es noch gewinnen? Wäre jetzt mal interessant zu wissen, oder? Ich glaube, wir können es theoretisch schon noch gewinnen. Denn der Typ da vorne ist nicht der schnellste. Und wahrscheinlich auch nicht der hellste. Wahrscheinlich. Windschatten, Windschatten, Windschatten. Zack. Boah, nach so einem Monster-Stunt. Nein! Nicht jetzt, Spiel. Das ist ein ganz, ganz schlechter Zeitpunkt. Meine Fresse, ey. So, hier gehe ich auf Nummer sicher und nehme die Spur, weil sonst kommen sie mir gleich alle entgegen. Okay. Der dunkelblaue Supra macht Druck. Und zwar richtig Druck. Ich traue mich gerade nicht mal nach hinten zu gucken. Okay, ich kann aber nach hinten gucken, weil wir sollten das gewonnen haben. Und der Verkehr hier ist null. Ich weiß nicht, was die Entwickler damit meinten. Also das ging jetzt echt fit. Yeah, Sieg. Nach diesem Mega-Stunt, als wir voll in den Laster reingesprungen sind und den erstmal in 5 Meter Höhe befördert haben und uns selbst gefühlte 10 Mal überschlagen haben. Krass, 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 Leute, krass. Also auf 2.11.43 ist unsere Zeit. Brad im Supra 61 Zehntel oder 6,1 Zehntel hinter uns, 61 Hundertstel, um genau zu sein. Brian dann schon 3 Sekunden mit einem beträchtlichen Rückstand und auch Lola im RSX hat 5,29 Sekunden Rückstand auf den Gewinner Crazy Oni im 350Z. So muss das sein. Spannende Rennen, so kann es weitergehen, die wir dann am Ende gewinnen. Da bin ich definitiv dafür. Aber ob das so bleiben wird, ist natürlich eine ganz andere Frage. So, Style-Punkt-Anzeige, das läuft. 1875 auf unser Konto. Level 3 Heckstoßstangen. Oh ja, die gucke ich mir definitiv an. Da geht's gar nichts vorbei. Das Aussehen werde ich vielleicht auch noch einmal verändern. Ihr könnt es mir mal in den Kommentar schreiben, ob ihr es bis zum Ende so sehen wollt oder noch einmal verändert sehen wollt. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Wolfpack, Spider, Type V, Vortex, Crank, Storm, Frenzy, Blast, Rage. Ich finde Blast ganz geil. Wobei Rage auch cool ist. Storm, Crank,
Ich nehme Type V. Type V sieht irgendwie so rund abgerundet aus hinten. Sieht gut aus, gefällt mir. Auf die Rennkarte mit uns. Eddies Aufgebot Nummer 2. Noch ein Turnier wartet auf uns. Dann mal los. Sehr cool. Es heißt, der Sieger des nächsten Rennens landet auf dem Cover von Hot Force. Ach du Scheiße, Mann, ist sauer, dass du wieder die ganze Kohle einheimst. Sie werden dich zu einem Turnier herausfordern. Schwer. 10.000. Eddies Aufgebot Nummer 2 gegen Eddies Aufgebot Nummer 1 haben wir bereits. Ja, gewonnen und jetzt schickt er sein Aufgebot Nummer 2. Und ob die es hinbekommen werden, ist natürlich auch interessant. Ich bin sehr gespannt. Eieiei, jetzt noch ein Turnier, ob das noch komplett in die Folge geht. Vielleicht gibt es Überlänge, vielleicht werde ich das splitten. Mal sehen, aber erstmal konzentrieren wir uns hier auf dieses Turnier. Ich weiß ja gar nicht, was das für eine Art von Turnier ist, aber Turnier ist immer gut, weil da geht es um Konstanz und da sind wir am Start. Und drei Eastsiders sind am Start. Wieder Todd, Chad und Kurt. Gegen die sind wir schon mal gefahren, Aufgebot Nummer 1. Aber ich glaube, die haben jetzt andere Wagen, ne? Na, ich meine, die haben andere Wagen. Und es scheinen Sprints zu sein, die wir hier fahren. Gegen diese Spackos. Habe ich zumindest so ein Gefühl. Also Kurt, wissen wir schon, dass er diesen neue Karrer, diesen RX-7, gegen den sind wir schon mal gefahren. Aber auch Chad hat nicht mehr seinen Celica, sondern ein S2000. Und da ganz vorne, das musste Todd sein. Und der hat jetzt einen Eclipse. Also ich glaube, die haben die Wagen geändert, deswegen ist es jetzt nicht mehr das Aufgebot Nummer 1, sondern das Aufgebot Nummer 2 mit nochmal verbesserten Wagen. LX7, Eclipse und S2000, aber auch wir sind mit dem 350Z richtig fett ausgerüstet und wow, gut am Start. Da wollte ich gerade mal auf Nummer sicher gehen. Boah, verpiss dich, Junge. Boah, da wollte er mich gegen die Mauer hauen, das kleine Schwein. Okay, fuck. Ahaha, was geht denn mit dir, Eddie? Was geht mit deinen Jungs? Vielmehr, das ist ja noch nicht Eddie. Der ist ja zu feige, um gegen uns zu fahren, ey. Scheiße. Und da hat er auch mal einen Fehler gemacht. Boah, ich mache hier aber auch zu viele Fehler. Das gibt's doch nicht. Ey. Okay, der hat sich auch nochmal gedreht. Der S2000 müsste Chat gewesen sein. Aber das ist ja jetzt ein bisschen scheiße. Da hätte ich mir mehr erwartet im ersten Rennen als ein dritter Rang. Also da müssen wir wirklich aus der Deckung gleich agieren anscheinend. Oder kommen wir da noch ran an die Spackos? Ich gebe mein Bestes. Aber das wird verdammt schwer. Ich habe auch kein Nitro mehr. Wird verdammt eng. Da kommen wir nicht mehr ran. Die werden es unter sich ausmachen. Schade. Todd und Kurt schlagen uns in diesem ersten Rennen. Wegen mehrerer dummer Fehler von mir, aber schöner Unfall zum Abschluss. Das passt schon. Wir holen die noch, Leute. Keine Angst. Keine Angst. 4 Punkte sind natürlich nicht genug. Todd im Eclipse gewinnt vor Kurt im RX-7 und Chad allesamt mit ihren neuen Superkarren. Wir holen 4 Punkte. Wir müssen vor allem auf Todd im Eclipse aufpassen. Ärgert mich ein bisschen, aber ganz ehrlich, wir werden es den Typen zeigen. Und zwar sowas von. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass wir Todd weghalten. Auf Kurt müssen wir nicht so achten, aber jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen Sieg im nächsten Rennen. Denn jetzt kommen wir von hinten, müssen das Feld von hinten drauf rollen, stehen schon ein bisschen unter Druck nach diesem dritten Platz und müssen jetzt wirklich zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, um auch Eddies Aufgebot Nummer 2, die drei Eastsiders, in Grund und Boden zu fahren. Was uns im ersten Rennen ja leider nicht gelungen ist. Egal. Die Skulptur da ist ja auch geil, diese drehende Skulptur, die kannte ich gar nicht. Und wieso, ja, setzt sich der Typ gleich am Platz 1? Na gut, diesmal ist es Chat, der auf Platz 1 geht, finde ich gut. So. Da haben wir den guten Todd schon mal ein bisschen behindert und jetzt geht's ab. Wieder ist es ein Sprint, diesmal anscheinend komplett in die andere Richtung. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen so aus, als wäre es die Strecke von eben nur andersrum, aber soll mir alles recht sein. Wir kennen die Strecken schon, da musste ich gerade mal ein bisschen improvisieren, damit ich nicht gegen diesen Poller gefahren wäre, denn diese Stützbalken des Tunnels, die geben, glaube ich, nicht so nach. Selbst nicht, wenn Nissan mit ungefähr 200 Sachen dagegen fährt. So. Okay, das müsste Kurt sein. Kurt ist okay. Todd ist auf dem letzten Rang. Das ist die Chance für uns. Nachdem wir ihn am Anfang abgedrängt haben, sieht es nicht gut aus für den Jungen.
Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf 1 fahren halt. Nein, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, gut, wieder eingebotet. Nice. Ich glaube, wir haben gerade den guten Kurt so abgehauen, dass Todd jetzt auf 3 gefahren ist. Egal. Mir zumindest erstmal. Boah, Alter. Verzieh dich, Chaddy. Du würdest... Oh, die eben mal ganz hinten waren, duellieren sich jetzt hier vorne. Und dieses Duell wurde mit einem Pfeilerkuss beendet. Unruhmreich, aber so ist das dann halt manchmal, ne? So ist das dann halt wirklich manchmal. So, da drehen sie sich allesamt weg. Ich habe das ungute Gefühl, dass es jetzt wieder... Scheiße, jetzt kommen! Dass es wieder Todd ist, der uns auf den Fersen ist. Bin mir aber nicht so sicher. Und ich habe das ungute Gefühl, dass wir gerade wieder enorm viel Zeit verloren haben. Ja, und es ist Todd, der uns auf den Fersen ist. Scheiße. Ich habe mich noch extra am Ende gerammt, aber ich habe halt die beiden anderen im Laufe des Rennens auch von mir ferngehalten und dadurch ein wenig ausgeschaltet. Ausgenockt. Und dadurch ist dieser Vorteil mir ziemlich genommen. Scheiße. Okay, hier geht's nochmal runter. Aber diesen Sprint hole ich, und zwar nur ich. Todd wird als Zweiter wieder gut Punkte sammeln, aber wir kommen auf jeden Fall schon mal ran. Wir kommen auf jeden Fall schon mal ran. Kurt ist relativ raus, wir müssen uns auf Todd fixieren. Chad haben wir durch den Pfeilerkurs ganz weit zurückgetrieben. Es bleibt spannend. 12, 14, 10, 4. Chad ist voll am Arsch, der hat keine Siegchancen mehr. Auch Kurt würde ich nur noch ganz wenig Siegchancen zutrauen, aber... Wir sind in der Herausforderposition, das immer noch, das wollte ich eigentlich ändern mit diesem zweiten Rennen, aber der gute Todd in seinem Eclipse ist wirklich anhänglich und hat es sich dann irgendwie doch noch, nachdem wir am Anfang ein bisschen gecheckt hatten, geschafft, auf den zweiten Rang zu drängen, das kleine Wiesel. Also einfach weiter siegen und dann haben wir's. Hoffe ich. Ich weiß ja nicht, ob es 4 Rennen sind, 3 Rennen, normalerweise sind es zwischen 3 und 4. Könnte jetzt aber auch sein, dass es 4 sind, weil die Sprints relativ kurz sind, aber ich finde das Turnier gerade echt geil, weil es auch echt spannend ist. Auch die Girls checken sich ab. Müssen natürlich aufpassen, dass niemand ihnen über die Füße fährt. Und wieder hat der Typ den mit Abstand besten Start. Das ist doch krank. Okay, aber den kaufe ich mir, den Jungen. Den kaufe ich mir, den Jungen. Hoffe ich. Ja, die Strecke mag ich gar nicht. Die Strecke mag ich überhaupt gar nicht. Das sage ich jetzt schon mal. Entschuldigend. Shit, ey. Holen wir das auf? Holen wir das auf? Man weiß es noch nicht so genau, ob wir das aufholen. Boah, fuck. Ah, Mann, wieso konnte er sich am Anfang so absetzen? So, fuck, ey. Fuck. Ich dachte, ich erwische ihn am Arsch, wenn ich ihm da so reinfahre, aber der hat sich fast gar nicht dafür interessiert und jetzt sind wir auf 3 zurückgefallen. Shit. Scheiße. Wow. Das könnte jetzt schon der Verlust dieses Turniers sein. Aber ich gebe noch nicht auf, zumindest. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, das war's. Das war's, ey. Das gibt's doch nicht. Okay, der ist aber echt kurz, der Sprint. Den machen wir nochmal, den müssen wir nochmal machen, Leute, weil... Sonst haben wir keine Chance mehr. Der Start war halt scheiße. Warum setzt der Typ sich direkt ab? Mit so einem fetten Start. Alter. Ist aber auch widerstandsfähig, der Typ. Na? So. Jetzt bist du da, wo du hingehörst. Nämlich auf dem zweiten. Zwar deutlich, du Arschloch. Auf dem dritten sogar. Denn vor uns ist ja noch einer, das habe ich gerade nicht gesehen. Egal. Es ärgert mich, dass wir das neu starten mussten, aber ist dann halt irgendwie so. Ist zwar nicht schön für die Statistik, aber wir brauchen diesen Sieg.
Das ist ja mitten am Ende des Spiels, ist auch schwer, also da ist das schon mal zu rechtfertigen, hoffe ich. Boah, aber der klebt uns auch am Arsch wie eine Klette. Und ihn hier ziehe ich natürlich, den guten Kurt, ne? Todd komme ich nicht ran, aber an ihn schon, ist klar. So, wer hat sich da so gedreht? Ja, natürlich ist es wieder, Mann, die lassen noch ihren einen, der am besten Punkte hat, immer vor. Natürlich ist wieder Todd auf 2 und Kurt hat sich weggedreht. Boah, das sind alles korrupte Schweine. Verstehe nichts vom echten Rennsport hier. Der dritte Platz im ersten Rennen, der tut halt immer noch extrem weh. Der Part hier am Ende, der ist easy. Da haben die keine Chance mehr gegen mich. Das gibt es doch nicht. Bitte nicht. Ey, ich bitte die Spiele, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und er zieht mich. Und er zieht mich, oder? Nein, er zieht mich nicht, dieses dreckige Arschloch, ey. Boah, da wäre das Turnier vielleicht schon verloren gewesen. Aber wir haben ihn noch geholt und zwar mega knapp. 1,51,54. Todd auf 2 im Eclipse. Kurt auf 3 im RX-7 und Chad auf 4 im S2000. Heilige Mutter. 2020 heißt es jetzt. Wir sind zwar auf 1 geführt, aber ich weiß nicht, ob es das jetzt schon war. Boah, knappes Rennen, aber im zweiten Versuch haben wir es dann noch hinbekommen. Uiuiuiuiuiui. Krasse Scheiße. Okay, Multiplikator ist mir ganz egal. Gib mir ruhig. 10.000 kommen auf dein Konto, wir haben es geschafft. Wir haben durch Punktgleichstand gewonnen. Knappes Ding, aber passt. Hot Force bringt dich auf die Titelseite für den Rennsieg. Das Turnier werde ich ganz sicherlich nicht neu starten, das war heftig, aber wir haben es hinbekommen. Nice. Mit Punktgleichstand zwar, kleiner Makel, aber wir sind auf der Titelseite als Herausforderer der drei. Ich meine, wir mussten auch gegen alle drei fahren, deswegen ist es nur fair, dass wir über Gleichstand gedingst, weil Todd wurde immer vorgelassen. Naja, für das Gewinnen aller Turniere, Hot Force, sehr geil. Krass, du auf dem Cover von Hot Force. Ja, und nicht nur ich, liebe Samantha, sondern auch eine andere junge Dame ist damit am Start. Hot Force and Performance Cars, Power Packed. www.hotforce.com. Geile Scheiße, das war das Turnier, es läuft wirklich, wirklich gut. Und wir haben uns gegen drei Eastsiders, die allesamt gemeinsam gegen uns gearbeitet haben, durchgesetzt, zwar im Punktgleichstand, aber wir haben uns durchgesetzt und können jetzt die nächsten Aufgaben entspannt angehen.